Ja, Leute, willkommen zurück hier bei mir im Office. Wer heute Morgen aufgewacht ist und irgendeinen Kanal aufgemacht hat, wo Porsche vertreten ist, es ist ein neues, geiles Auto da. Es ist wirklich sehr, sehr geil. Es ist der 911 Sport Classic. Wurde wieder aufgelebt. Wir kennen ihn noch vom 997 und jetzt wieder als Heritage Design Edition verewigt worden. Wer sich erinnert, vor 2 Jahren kam ja der Targa 4S Heritage Design Edition raus und jetzt als zweite von insgesamt 4 Varianten, hat Porsche jetzt verraten, kommt der Sport Classic wieder. Wesentlicher Unterschied zum Targa Heritage: Das hier ist kein Serienauto. Technisch ist es komplett neu, auch wenn er von außen wie ein normaler Turbo aussieht. Dem einen oder anderen wird direkt auffallen: Halte mal, da fehlen ja die seitlichen Lufteinlässe. Und witzig war ja, ich habe das Fahrzeug tatsächlich mal gesehen, damals im Juli letzten Jahres auf dem Weg runter zum Bodensee. Da sagte ich in dem Video, ja, es ist ein 911 Turbo, der Classic Series ist, und viele sagten dann, nein, Michael, da fehlen die Seiteneinlässe, das ist bestimmt nur ein GTS. Mit Turbo Body Kit dachte ich mir, ah ja, klingt logisch. Haha, nee, doch anders. Michael hat recht gehabt, mit mehr Glück als Verstand. Ist tatsächlich ein Turbo. Mega geil. Also insgesamt das zweite von 4 Sammlerstücken aus der Heritage Design Strategie, schreibt Porsche. Das heißt, da kommen noch 2 andere Fahrzeuge. Das hier ist jetzt limitiert auf 1250 Exemplare. Im Vergleich, das ist wirklich weniger als noch beim Speedster das der Fall war. Warum vergleiche ich das Fahrzeug mit dem Speedster? Das dreht sich hauptsächlich um den Preis. Wir werden hier bei knapp 290.000 Euro landen. Das ist wesentlich mehr, als das beim Targa der Fall war. Aber ich bin der Meinung, der Preis ist tatsächlich angemessen und es lohnt sich auch, das Fahrzeug, wenn man Glück hat, natürlich einzubekommen. Und das versuche ich hier mal in diesem Video zu begründen, wie ein Auto mit 290.000 Euro zu begründen ist. Naja, bin gespannt auf eure Meinung. Also 1250 Exemplare. Hier dieses Fahrzeug lässt den Stil der 60er und 70er Jahre wieder aufblicken. Hat auch den Entenbürzel, wie das beim 997 der Fall war, nimmt Bezug auf den RS2.7. Was halt sehr cool ist, Porsche schreibt hier auch, der Targa Heritage Edition, der hat Bezug auf die 50er, 60er Jahre genommen. Das heißt, zwischen den Zeilen können wir ablesen, es wird ein weiteres Fahrzeug 70er, 80er Jahre und dann 80er, 90er Jahre geben. Bin ich sehr gespannt, wie sich das durch die 992 Baureihe zieht. Exklusiv wird es natürlich auch wieder einen Chronographen geben, damit man seinem Auto auch immer am Handgelenk hat, und es wird auch für das Interieur von den normalen 911ern das Heritage Design Paket Classic 2 geben. Ja, Fahrzeug kommt in einem neuen Grauton, Sportgrau Metallic, ist jetzt natürlich spannend. Sherry Metallic vom Targa Heritage war auf anderen Fahrzeugen dann verfügbar, beim 911 war das nicht der Fall. Wollen wir schauen, wie das hier der Fall ist, ob das exklusiv bleibt. Andere Farben sind auch verfügbar, da kommen wir aber gleich zu. Jetzt kommen wir erstmal dazu, warum dieses Fahrzeug eigentlich tatsächlich so geil ist oder warum ich das persönlich so genial finde. Das ist nämlich ja der technische Standpunkt. Wir gehen von einem 911 Turbo aus, den es nur mit Allradantrieb und PDK gibt, ja, und daraus wird dann ein Hecktriebler mit Schaltgetriebe mit 550 PS. Wer sich erinnert, ich habe das schon beim GTS Coupé gesagt, dass mir das sehr wie ein Turbo-Charakter vorkam und es sich sehr zickig fuhr. Da waren es 480 PS, jetzt reden wir von 550 PS mit einem Schaltgetriebe. Alles an die Hinterachse. Ich glaube, das Ding zu fahren ist wirklich mehr als nur emotional. 6 Zylinder natürlich, 3,745 Kubik, also 3,8 Liter Motor. Porsche rundet da ein bisschen anders mit Biturbo VTG Aufladung. 550 PS, 600 Newtonmeter, das sind 30 PS weniger als beim Turbo und 150 Newtonmeter weniger als beim Turbo. Ja, Fahrzeug dreht bis 7200 Umdrehungen und der Drehzeitpunkt für die Maximalleistung liegt auch wesentlich höher. Also der Charakter hier im Motor sollte noch mal ganz anders sein wie beim Turbo, viel höher drehender vom Charakter her und deshalb wahrscheinlich auch weniger Drehmoment. Ich denke auch mal, dass bei diesem 7-Gang Schaltgetriebe, dass die Leistung bei 550 PS wirklich am Ende ist. Ich glaube, mehr kann das einfach nicht vertragen, ist aber nur Vermutung meinerseits. Verbrauch ist natürlich deswegen auch ein bisschen höher und die Fahrleistungen sind auch ein bisschen schlechter. Aber ich sage mal schlecht in Anführungszeichen, wir reden hier von 315 km/h Topspeed, 4,1 Sekunden auf 100 anstatt 2,8 Sekunden, klar.
Kein PDK, kein Allradantrieb, dreht sich bei dem Auto darum? Nein, gar nicht. Aber um Fahrleistung dreht sich natürlich beim Sport Classic nicht so sehr. Es dreht sich eher um die Optik, also Entenbürtel, neuer Grauton, die schönen zwei Streifen drüber, wie sie jetzt auch nochmal beim Classic Coupé umgesetzt wurden, beim 996, das Einzelstück für die USA, habe ich hier auf dem Kanal noch gar nicht so thematisiert. Auch ein geniales Projekt und ich finde es besonders cool, dass sie da einen 996 genommen haben. Das heißt, man hat jetzt die Reihe 996, 997, 992. Müssen wir eigentlich nochmal wieder zum 991 zurückgehen, aber da könnte man den 50 Jahre dazwischen stellen, dann wird dann auch ganz gut aussehen. Wo das Auto dann aber meiner Meinung nach so richtig zum Strahlen kommt, ist das Interieur, was wirklich grandios aussieht mit Pepita-Stoff da drinne und dem beigen Leder und schwarzen Leder auch. Und es ist natürlich alles beledert. Deswegen gehen wir jetzt mal an den Konfigurator und schauen uns mal an, was der Spaß uns kostet und was man überhaupt noch bei diesem Fahrzeug individualisieren kann und muss. Hier sind wir bei den 911 Turbo Modellen. Ne? 194.000 Euro. Ich sag mal so, 911 Turbo, man ist schnell über 200.000 Euro. Normale Preise immer so 220, 230. Gehen wir runter schon, Sport Classic 276.284 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und jetzt steigen wir hier mal in Konfigurator ein. Es ploppt sofort auf die Limitierungsnummer. Die ist nämlich individuell bei diesem Fahrzeug. Ja, und hier haben wir den schicken in Sportgrau Metallic, auch erhältlich Enzianblau Metallic. War mein Lieblingsblauton normalerweise bei dem Fahrzeug, sag ich mal. Bleiben wir aber bei Grau. Es gibt auch Achatgrau Metallic, sieht tatsächlich auch sehr schön aus. Oder einfach Schwarz. Es gibt aber kein Tiefschwarz Metallic. Bin sehr gespannt, was für Kundenfahrzeuge aufpoppen werden mit Individualfarboptionen, weil das gab es teilweise auch beim Targa Heritage. Da war ein sehr, sehr schöner, beruster grüner Targa Heritage mal aufgeploppt in Instagram. Traumhaftes Auto gibt es natürlich auch als Modell. Räder haben wir 20, 21 Zoll, wie wir es gewohnt sind. Sport-Klassik-Rate sind tatsächlich ein bisschen anders als die Räder, die es für den normalen Elfer gibt. Da sieht man, die sind so ein bisschen weiter nach innen eingeformt und auch die Speichenform ist ein bisschen anders, unterscheiden sich aber nur geringfügig von den anderen Rädern. Interieuroptionen haben wir zwei Stück. Einmal die Heritage Design-Ausstattung Classic mit erweiterten Lederumfängen in Bicolor, Schwarz, Classic, Cognac. Das ist die Ausstattung, die man auch nehmen sollte. Es gibt auch noch komplett in Schwarz das Ganze. Auch hier bleibt das Pepita-Insert, die bleiben erhalten. Es gibt nur 18 Wege, es gibt keine neuen 18 Spider-Sitze. Das wäre natürlich jetzt noch der Oberhammer gewesen, den Turbo mit Heckantrieb, Pepita-Sitzen in braunem Leder in Cognac und noch 918 Spider-Sitze. Das wäre natürlich absolut grandios gewesen, aber ich denke mal, das ist hier kein GT-Produkt, deswegen haben sie es nicht gemacht. Wird mich aber tatsächlich richtig flashen, hätten sie es gemacht. Auch schön mit dem Holz sehen wir hier auf den Zierelementen wirklich ein tolles Produkt. Exterieur kann man nicht mehr viel machen. Außenspiegel natürlich anklappbar, Spiegelfüße in Exterieur, Farbe lackiert. Dann werden die Fensterumrandungen auch nochmal silber. Passt aber gut zu den Rädern. Das sieht besonders gut natürlich mit Enzian Blau Metallic aus. Die individuelle Startnummer, die kann man anwählen. Ne? Das ist halt sehr schön, kann man auf dem Auto außen das machen. Was ich aber cooler finde, ist dieses Seitendekor einfach entfallen zu lassen. Wenn er jetzt rechnen würde, dann sieht das Auto wesentlich cleaner aus. Was schade ist, dass der Porsche-Schriftzug da unten dann auch entfällt. Ich nehme ihn jetzt einfach mal raus. Bin gespannt auf eure Meinung. Würdet ihr es drin lassen? Würdet ihr es rausnehmen? Antriebfahrwerk, ja, Servolenkung Plus, das war's. Ihr seht, da ist sehr viel drin. Das Fahrzeug liegt nämlich schon 10 mm tiefer und hat auch den aktiven Stabilitas PDCC auch mit an Bord. Das Auto ist einfach schon voll ausgestattet, hier lässt sich nicht mehr viel tun. Licht, dasselbe Fahrzeug verfügt schon über das Matrix LED-Licht. Ja, man kann auch die Exclusive Design Rückleuchte machen. Mache ich mal hier nicht, weil dann werden die Reflektoren so alleine. Leichtbauverglasung kann man auch mit rein. Im Komfortassistenzsystem gibt es auch nicht viel. Ja. Surround You würde ich tatsächlich, falls jemand guckt, der sich für das Auto interessiert, würde ich nicht mit reinnehmen, weil dann hat man nämlich unten an der Spiegelunterseite diese kleinen Kameras, was finde ich immer so ein bisschen aussieht wie ein Pickel und braucht man das wirklich? Ich würde es eher lassen. Nachtsichtassistent, Spurwechselassistent, ne, das knallt man halt natürlich alles rein. Komfortzugang, Homelink und so weiter. Im Interieur auch nur sehr kleine Optionen, die man machen kann. Sitzbelüftung vorne geht natürlich. Dann
entfällt, aber das Pepita in den Sitzen, das will man natürlich behalten. Ablagenpaket, Feuerlöscher, so die ganzen Standardsachen, die noch nicht hier mit drin sind, die kommen dann nochmal drauf. Interieurleder, einfach nochmal alles reinmachen, kostet ja nichts. Bei diesem Fahrzeug, Sonnenblenden, Racetex, das ist halt wirklich alles schon fertig. Ne? Bei dem Preis, ihr seht das, da gibt es kaum noch Sonderausstattung, die man reinmachen kann. Nehmen wir hier nochmal das Bohrmesser rein. Und so sind wir bei knapp 290.000 Euro für ein Auto, wo ich sagen muss, was wirklich so besonders ist wie ein 911 Speedster meiner Meinung nach, wenn nicht sogar noch besonderer, weil es die Antriebvariante wirklich gar nicht gibt. Es gibt kein Fahrzeug, das in Porsche Lineup solchen Antrieb hatte. 7-Gang-Schaltgetriebe mit einem Turbomotor und 550 PS an der Hinterachse. Das ist eigentlich wie so ein GT2, wobei das Fahrzeug hier natürlich wesentlich tauglicher ist, sag ich mal. Es ist halt kein Rennsemmel, sondern es ist wirklich ein extrem schönes Auto, findet ihr nicht? Ja Leute, was meint ihr? Ist der Preis damit zu rechtfertigen, dass der Antrieb so besonders ist, mit noch einer Limitierung und den ganzen Exclusive-Ausstattung? Und ja, ich finde definitiv, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch hier das kurze Video dazu gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn ihr es erstmal zuschaut, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah. Ciao.